Hallo Freunde, da bin ich euer Sadu mit einer neuen Folge Warhammer 40k Battle Sector. Wir kämpfen uns durch die neunte Mission, haben jetzt in der letzten Folge noch zweite neue Einheit hier kennengelernt, den Primus. Es scheint wie so ein Anführer von denen zu sein, von den Tyranniden. Der rennt ja mit zwei gruseligen Schwertern rum. Ich kann euch das auch mal näher ranzoomen hier, das Gegner. Und dahinter ein fetter Tyrannofex. Und dahinter halt die Artillerie hier, die uns ordentlich schon eingeheizt hat. Wir werden uns hier versuchen durchzukämpfen. Kriegen wir den Primus irgendwie mit was anderem als den Plasma-Interfektoren down? Das wäre schön. 72% mit diesen Intercessoren, die haben hier 69%. Wir probieren es mal, vielleicht reicht das ja aus. Der hat ja nicht mehr allzu viel HP. Ja, da ist er weg. So, Sergeant Carleon, du gibst denen hier taktische Genauigkeit. Und dann feuerfrei auf den Tyrannofex. Ich hatte gehofft, dass wir mehr Schaden an dem machen. Aber der hat halt auch richtig viel HP. 380 HP ist nicht ohne. Dann haben wir eigentlich nur noch die Aggressoren, die hier ordentlich Panzerdurchschlag haben. Ja, das hätten wir uns kein schenken. Er ist einfach zu stark gepanzert. 9 Panzerung. Das war dumm. Wir hätten auf die Venoms schießen sollen. Heil die mal bitte. Und dann habt ihr das hier noch. Nahkampfschaden erhöhen. Perfekt. Dann legen wir uns mit denen an hier. Im Nahkampf. Crush the enemies of the Imperium. Ouchie! Da hat's einen fast komplett zerlegt. Der eine wird sterben, weil die Venoms bekommen wir nicht down hier. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Och nö. So ein Fehler. Das ärgert mich aber. Ich wollte das auswählen hier. Boltsturmfaust. So ein Mist. Muss er ran hier mit seinem Kettenschwert. Gib den Rest her. Der muss weg. Modul nutzen. Ja, der hat genügend Fehligungspunkte. Ja, der muss aber weg, sonst kriegt er zu viel Schaden hier von den Venoms. Nutzen wir das Sprungmodul. Die werden uns trotzdem nochmal einen Hit mitgeben. Ja. Oh, die haben auch nicht getroffen. Das ist gut. Ja, wir bleiben mit denen stehen hier. Nützt nichts. Die lassen wir auch dort stehen. Hat er erst kurz überlegt, hier hinzugehen mit denen, aber nö, das bringt nichts. Vielleicht können wir hier hingehen. Nee. Weil wenn die hier wieder ihr Gift ablassen, so erreichen die halt nur den einen hier. Mit dem Gift. Es hat keine zwei Felder Reichweite, sondern nur ein Feld. Bleibt mal mit den Truppen hier unten stehen. Können wir uns ein bisschen verteilen. Aha,
So weit wollten wir eigentlich nicht laufen. Weil wenn der hier rumgeht, dann steht er mittendrin und wenn er dann das Gift ablässt, muss nicht sein. Die lassen wir dort stehen, okay. Das sind wir jetzt hier oben dran. Es wäre schön, wenn wir die vielleicht... 44% ist zu wenig, aber mit dem könnte man die vielleicht knacken. Jetzt haben wir schon mal den Exocrine da unter Feuer nehmen können mit den Plasma-Interfektor. Das wäre ein Träumchen. Na klar, überlebt er mit 15 HP. Was sonst? Die Intercessoren können nicht schießen, weil... Doch, ich wollte gerade sagen, 50%. Es reicht aus, Leute. Look past the haze. Ja. Dann rücken wir mit dem vor. Stehen dann zwar mitten... Ach, das ist schlecht. Mit denen dann in den Giftschwaden drin zu stehen. Weil, ihr seht's ja, 65% erlittener Fernkampfschaden. Giftschaden. Und 35% erlittener Standardfernkampfschaden. Der schießt uns hier aus unseren Anzügen. Das ärgert. Ein doch 53% von hier hinten. Dieses eklige Giftzeug. Ja, wer laufen darf, keinen Fall rein. Das machen wir nicht. Das muss nicht sein. Dann schießen wir halt von hier hinten. Ist egal. Bisschen angekratzt haben wir ihn. Wir haben jetzt seine Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so. Die Befehligungspunkte, die Leutnant Corleone hat, kann er die jetzt noch einsetzen? Ne, da brauchst du auch einen Aktionspunkt dazu. Die Krieger sind schwer gepanzert. Nö, geht. 4.73%. Das ist eigentlich optimale Reichweite gewesen, ja. Wahrscheinlich, weil die hier vielleicht so ein bisschen in der Senke sind. Könnte sein. Wir nehmen das aber. 73% ist okay. Landspeeder. Ja, viel bleibt nicht mehr übrig. Die Interceptoren, die nutzen wir lieber hier gegen diese Gargoyles. Die sind gut gegen leicht gepanzerte Einheiten. Ihr werdet es gleich sehen, wie das reinknallt hier. Wir zoomen mal ran. Krass, oder? Da waren sie matsch, die Gargoyles. Sturmtruppen. Panzerdurchschlag 8, muss nicht sein. Ja, wir nutzen das Sprungmodul.
spring da mal hin. Macht sie weg. Oh, 58% nur. Das ist ein bisschen wenig. Aber wir nutzen die Sturmtaktik. Komm. Kettenschwert. The sky belongs to us. Also. Bruder Quinter gibt denen den Rest. Das packt er. Der Landspeeder wurde beschädigt. Wann war das? Ne, nehmen wir deine Psy-Helleborde. Die haut mehr rein. Reparier mal den Landspeeder. Dann gibst du den hier ein bisschen Rückendeckung. Mit Overwatch. Ja, ich weiß, heißt Abwehrfeuer, aber... wir sagen beides dazu. Overwatch oder Abwehrfeuer. Das war's, oder? Alle Aktionspunkte aufgebraucht. Haben noch mehr Gegner. Die laufen durch die Kontrollzone von uns, das ist schön. Da kriegt er eine grobe Kelle mit. Ihre Krieger sind dort. Können wir nichts machen. Ist halt diese hässliche Artillerie. Langsam müssen wir auf den aufpassen, ne? Wobei, der hat halt auch noch 250 HP. Wir haben aber den Kroginax nicht mehr dabei. Der ist hier auf der linken Flanke. Den werden wir jetzt auch nicht zurückholen. Der den da wieder reparieren könnte. Sparen die Plasma-Interfektoren. Naja, wir kommen ohnehin mit denen nicht ran hier an denen. Nein. Dann kann man hier auch voll drauf schießen. Taktische Genauigkeit. Gib denen das mal, Leutnant Kalion. Da sind wir bei 97% Trefferwahrscheinlichkeit. Sagst du nicht, nö. Schade, dachte die wären weg. Oh, 2 und 3 AP, wie ich hasse, wie ich hasse. Na komm, Sergeant Carleon, musst du mal ran hier. Das schaffst du auch mit deiner meisterhaften Boltpistole. Brauchst du nicht in die Giftschwarten rennen. Sehr gut. Ach, Kampf ist raus. Ganz vergessen. Shit, aber wir haben ja im Moment noch nichts, wo wir es drauf schießen lassen können. Bruder Ettore muss ja erstmal eine Heilung loswerden. An die. Die sind auch schwer getroffen, ja, oder? Na gut, nur einer. Und dann müssen sie vor, die Aggressoren. Die kommen leider nicht bis hin. Den müssen wir in den Giftschwaden drin stehen bleiben.
Feuer frei. Ich hab's befürchtet. Hat der Panzer alles weggeblockt. So, du drehst dich mal bitte in die Richtung. Mhm. Tatsächlich zwei Kriegereinheiten. Waren die vier oder fünf schnell? Vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir schießen aber natürlich erstmal hier auf diese Artillerie. Die muss weg. So schnell es geht. Jetzt das Richtige ausgewählt diesmal, ja. Panzerdurchschlag 8. 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Die sind Matsche gewesen. 198 HP haben wir den abgezogen. Also die Aggressionen sind auch heftigst gefährlich im Nahkampf. Gefällt mir die Einheit. We fight and we die for the Imperium. Es gibt keine Gegner. Dann würde ich mal sagen, wir können uns ja auch in die Giftschwaden mit den Intercessoren hineinbewegen. My duty is service. Mit dem Rest ebenso. Da rennen wir nicht alleine mit den Dreadnought hin. Die lassen wir kommen. Jetzt müssen wir noch unsere linke Flanke hier vorwärts bewegen. Falls wieder irgendwelche Gargoyles kommen, ein bisschen Abwehrfeuerwerk ganz okay. Da oben stehen Venoms. Aktionspunkte müssten alle ausgegeben sein. Ja. Auf geht's. Genau, lass mal ein bisschen Dampf ab. Start schon 3 Venoms, aber ne, es sind nur 2. Na, die kommen näher. Die Schwaden haben sich verzogen. Können jetzt hier hinziehen.
Nahkampfschaden halt. Aber können wir trotzdem machen. Wir werden hier den Dreadnought davor ziehen, dass der nicht an die Intercessoren rankommt. So haben wir 86% und damit haben wir... ebenfalls 86%, aber wahrscheinlich mehr Schaden, was wir da machen, oder? Plus 30% Fernkampfschaden. Ja. Und dann, Feuer frei. Passt schon. Kommt Sergeant Carleon hier noch hin? Na klar, kommt er hin. Mit einem Sprungmodul. Gib dir mal die taktische Genauigkeit. Sanguinius guides every strike. Feuer frei. HP fehlen. Also haben die noch. Ready to strike. Es ist halt immer schade, noch so einen Granatwerfer hier einzusetzen, aber uns wird nichts anderes übrig bleiben. Eins bis drei. Vielleicht kann es er ja auch noch richten. Puh, wirklich mit dem letzten Schuss. Habt ihr das gesehen? My duty remains. Wollen wir uns wirklich mit denen hier in den Nahkampf einlassen? Hat schon ein bisschen was abgekriegt. Können hier mal noch so einen Granatwerfer den auf den Kopf hauen. Ich weiß, Panzerdurchschlag 1, aber vielleicht kratzt es die ja ein bisschen an. Schenken. Es bringt wirklich nichts. Es hat die wirklich nur angekratzt. Schöne Treffer, aber die werden sich wehren. Oder auch nicht. Das ist gut. Ja, können wir jetzt hier aber nicht machen. Den Truppen rennen wir dahin. Oh, Techmarine Kroginax muss dahin, oder wie? Der hat einen Weizenweg, den hat man auf die linke Flanke mitgeschickt. Müssen wir mal gucken, vielleicht kann das auch Bruder El Toro hier lösen, das Ziel. Kümmern wir uns erstmal um die linke Flanke. Lass mal in der Faktoren sind ganz hinten. We will fall upon them with righteous fury. We are the blood blades of Skyfall. Schießt mal die Sprenggranate auf die. Throwing grenade. Ja. Es tat weh. Landspeeder. Sehr gut. My power is yours to command. Bruder Quinder. Confirm. Plasma fire support ready. Prozent, 57%, das ist minimal. Aber wir nehmen die 57%. Da war
fahren sie weg. Heavy close support. Assault Marines ready. Können wir halt schlecht lang. Tech Marine standing by. Schickt man den Tech Marine jetzt auch nochmal zurück? Nee. Das ist zu weit der Weg. Dann kann er auch hier über die linke Flanke weiterlaufen. Er hat noch zwei Aktionspunkte. Dann schickt man den noch ein Feld vor. Das gibst du dir selbst mal, dass du mehr Lebenspunkte hast. Ach, das war dumm. Jetzt können wir keinen Overwatch mehr machen. Ah, so dumm. As you say. Challenge accepted. Ich komme auf jeden Fall uns entgegen dort. Mit denen brauchen wir eigentlich nur in die Richtung hier ziehen. Heavy fire support. The blood is strong. Do not falter. We're the sons of Sanguinius. Alles bereit? Ich denke schon. Schön durch die Kontrollzone gelaufen. Da war der aber schön dumm, ihr Venoms. Zweimal durch die Kontrollzone zu laufen, durch zwei Nahkampfeinheiten. Das ist dumm. Habt ihr euer Ziel nicht mal erreicht? Oha, die hauen aber ordentlich rein. Ja, wir haben denen auch nochmal eine schöne Schelle gegeben. Rennen wir erstmal über die linke Flanke. Wir werden den Landspeeder nehmen. Ach, der kommt nicht so richtig hier durch die Massen durch. Ich krieg mal Bruder Quinn davor. Da scheinen keine Gegner zu sein. Im Moment. Den nutzen wir die Sprungmodule. Wissen die, was hier oben ist? Scheint nichts zu sein. Challenge accepted. Close combat support. Yes. Jetzt hier die Rampe rauf. Den Krieger kümmern wir uns noch. Der hat doch ganz schön eingesteckt. Den müssen wir schleunigst zum Kroginax schicken. Auf geht's. Lauf dem mal entgegen, bitte. Destination confirmed.
Ziel bestätigt. Destination confirmed. Na geht doch. Haben wir doch richtig gemacht, dass wir da auch die linke Flanke mit bedient haben. Freunde der Nacht, würde ich sagen. Dann warten wir hier auf Kroginax und beenden erstmal diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, würde mich tierisch freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es da wieder heißt Zahadu zockt Warhammer 40k Battle Sector. Bis dahin, bye bye, euer Zahadu.